So, liebe Freunde, alles frei hier. Guckst du? Wo sind wir? Transit obligatorisch im Ausland, Luxemburg. Das wird sich aber gleich ändern, wenn wir nach Deutschland kommen. Dann gibt es wieder so Haubentau, die auf der Mittelspur fahren. So, ich habe mein letztes Video gelöscht, weil es war mir zu blöd, so unqualifizierte Kommentare zu lesen. Der eine sagt, der ist ja gar nicht angeschnallt, also der Oberwachmeister. Also Herr Oberwachmeister, guck mal, ich bin angeschnallt, ja. Es sind dann so die Erbsenzähler, sagen, der ist ja gar nicht angeschnallt, ja. So, dann hat sich einer moniert, ja, ich würde zehnmal in fünf Minuten die Spur wechseln, das ist doch vollkommen klar. Wenn auf der rechten Spur Verkehr ist und ich will überholen, dass ich dann auf die Mittelspur gehe, und wenn auf der Mittelspur ich einen überholen will, gehe ich auf die Überholspur. Was ist da so schwer dran zu verstehen? Dann war da einer, der moniert hat wegen Abstand. Also, ich habe ein paar Millionen Kilometer hinter mir, was Abstand anbelangt. Bei LKW sind es 50 Meter. Halte ich eigentlich total für blödsinnig, weil wenn jeder LKW 50 Meter Abstand hält, dann hätten wir einen Stau ohne Ende. Das wäre wie ein Bandwurm, ja. Bei PKW sagt man, glaube ich, 2 oder 3 Sekunden vom Vordermann. Gut, ist gerechtfertigt. Aber jetzt 50 Meter Abstand zum anderen, also finde ich ein bisschen übertrieben. Das Gleiche ist ja die große Quizfrage mit Anschnallen. Also gut, wir haben eine Anschnallpflicht, vollkommen richtig. Aber wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Auffahrunfall, und ich bin eingeklemmt und der Gurt ist eingeklemmt und die Karre fängt an zu brennen, also dann fliege ich doch lieber durch die Windschutzscheibe. Also da könnt ihr gern mal eure Meinung zu sagen, wenn sie qualifiziert ist. Aber das Problem ist ja, da sitzt jemand auf der Couch zu Hause, guckt sich das Video an und macht dann Mimimi. Kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Und das sind meistens die Leute, ich sage es ganz offen und ehrlich, die sonntags ihr Auto rausholen, zu Tante Emma fahren, zum Kaffee und Kuchen, auf der Mittelspur rumschleichen und Aufkleber hinten drauf haben. Sjörn und Friederike an Bord. Das sind Namen wie IKEA-Regale. Ja? Da kannst du gleich sagen, Billy-Regal. Das sind dann die Typen und die wirklich keine Autofahrererfahrung haben, ja. Wollte ich mal loswerden. Aber die meinen dann, sie müssten kommentieren, ah, der hält ja keinen Abstand, der ist nicht angeschnallt und bla bla bla. Also, liebe Haubentaucher, ja, tut mir mal einen Gefallen. So geht es auch nicht. So, jetzt gucken wir gleich mal, wenn wir die Grenze überschreiten, was wir da wieder für Mittelspurfahrer am Start haben und ob die vielleicht auch Kleber am Heck haben. Sjörn und Sören an Bord. Pause. Okay. So Leute, da haben wir wieder was Typisches. Guck mal nach vorne. Kaum sind wir in Deutschland, haben wir schon die ersten Mittelspurfahrer wieder am Start hier. Ich gehe jetzt mal schön rechts rüber. So, jetzt sagt wieder einer, ich fahr zu dicht auf. Guck dir doch, das ist doch nicht wahr, du. Das ist doch nicht möglich, du. Unwahrscheinlich. Ich sag's ja, es ist irre. Ich begreif's nicht. Übrigens, der Sprit Luxemburg, ein Diesel 1,47. Ja? So, ich fahre jetzt anständig auf der rechten Spur. Klar, ich habe jetzt nur überholt, ja. Aber es ist doch wieder atypisch. Und heute ist ja kein Verkehr, ja. Aber wenn jetzt richtig Verkehr ist, aber vielleicht kommt es ja noch, ne? Und wenn ich mal zurückdenke, früher im internationalen Fernverkehr, Hauptsache in Spanien, hat jeder eine Funke. Jeder hatte eine Funke drin. So, da wurde immer gewarnt. Bullerei und Wegelagerei und das und jenes und welches. Es gab keine Begrenzung.
Ja, also heute fahren sie alle mit Begrenzung, es gab kein GPS. Du wurdest nicht überwacht von der Spedition. Es gab, man kann es sich kaum vorstellen, am Anfang keine Handys. Du hast von der Kneipe angerufen in Malaga oder sonst, du hast gesagt, Schöffe, bin leer. Dann sagt Schöffe, fahr mal langsam Richtung Valencia oder sonst wohin, vielleicht haben wir eine Rückladung. Hat manchmal 2-3 Tage gedauert, bist schön schwimmen gegangen im Sommer, alles relaxed. Du hast Papiertachoscheiben gehabt, keine Fahrerkarte, keine Module. Zur Not, wenn es eng geworden ist, dann konntest du die auch aufessen. Hat zwar scheiße geschmeckt, also die Tachoscheibe. Heute hast du Fahrerkarte, heute hast du Module, heute hast du GPS. Heute hast du Begrenzer drin, heute hast du Kontrollen ohne Ende, heute hast du Parkplatznot und, also ich wollte den Job im internationalen Fernverkehr, im großen, im Angestelltenverhältnis, ich glaube ich nicht mehr unbedingt machen, weil es war halt irgendwie alles ganz anders, es war freier, es war besser, es war keine Überwachung da. Heute, wenn du das siehst, im Prinzip, gut, es fährt ja nur noch fast aus Osteuropa durch die Gegend, ja. Ja, ich weiß auch nicht. Also, es war schon eine gute Zeit. Damals gab es noch Pegaso-LKWs. Pegaso, das war eine spanische LKW-Fabrik. Die sind nicht aus dem Quark gekommen. Da kamst du mit deinem Ding an. Da hast du alle stehen lassen, ne? So, jetzt fahren wir noch ein Stück und gucken mal nach den Amtmännern oder Haubentauchern, die auf der Mittelspur wieder rumdrehen. In diesem Sinne.